ich habe die viralsten Amazon-Gadgets bestellt und geschaut, was sein Geld wert ist und wo wir auf einen billigen Fake reingefallen sind. Aber fangen wir nun direkt mit dem ersten Produkt an. Ich habe dir ein paar schöne Produkte rausgesucht und weil du ja bald mit Sandra campen gehst, wirst du das, glaube ich, gebrauchen können. Eine Taschenlampe, die angeblich auch bei der Polizei eingesetzt wird. Do not point the high-power flashlight directly at your eyes or the eyes of others directly to avoid hurting your eyes. Also man darf diese Taschenlampe nicht direkt auf Menschen oder auf seine eigenen Augen richten. Digga, ist das ein Koloss. Ich war ja früher im Zeltlager immer und da hatten Leute auch eine Maclight. Ich sehe den so. Alter, die ist unnormal hell. Guck mal an die Decke, es ist Tag hell hier im Studio. Oh nee. Guck mal, Alex, auf damit. Alex! Ja, ich zieh gleich eine Sonnenbrille auf. Ja, Leute, bitte pointet diese Taschen aber nicht auf die Augen. Boah, wenn du die Augen zumachst und leuchtest, ist alles rot. Boah. Zu Nebenrisiken und Wirkungen packen Sie die Lesungsbeilage und arzten Sie Ihren Frag- oder Artipoker. Alter, es ist so hell. Ist die Kamera kaputt? Mach mal die Augen zu und guck mal rein. Alles rot, ne? Vielleicht kannst du auch so SOS oder so machen, wenn du mit Sandra zelten bist. Mhm. Reicht dann jetzt auch, danke. Verpackungsbeilage, leuchte nicht in die Augen. Was machen wir denn jetzt? Nur in die Augen. Mit der kannst du zoomen. Also so quasi die breiter fächern und so alles. Wie nennt man Männer, die auf Tiere aufpassen? Das sind die Zoo-Man. Das verstehe ich nicht. Wir machen weiter bei nützlichen Produkten fürs Campen. Das ist eine Kerze. Du hast bei allen Sachen hier mehr oder weniger auch ans Campen gedacht? Nicht bei allen, aber bei denen hier, weil das könnte nützlich sein. Sandra und ich gehen ja bald campen. Das Video kommt in circa einem Monat online. Wir planen es gerade, dass wir irgendwo campen gehen, schön mit Zelt und allem möglichen 24 Stunden im Wald verbringen. Was ist denn das? Seattle, Washington. Das ist eine originale Laterne mit Feuer drin. Bringen uns jetzt nicht alle hier in die Luft. Ich wollte gerade sagen, ich habe schon Angst, meinen Grill anzumachen. Zünden Sie die Kerze an und schieben das Glas sofort zurück in die ursprüngliche Position. Das steht sofort drin. In einer Anleitung, das heißt nichts Gutes. Irgendwie passiert hier nichts. Ah, doch, doch. Sofort zurückschieben. Das ist gerade alles andere als sofort. Ist geil, oder? Ich glaube, da würde ich doch eher die Taschen ab. Ja, aber wenn du keinen Strom mehr hast. Ach so, das Ding könnte man dann irgendwo hinhalten. Genau, und das soll jetzt, ich glaube, 9 Stunden oder so brennen. Guck mal, steht irgendwie da drauf. Das ist ja super, dass ich es jetzt angezündet habe. Ja, man kann es ja wieder ausmachen, ne? Und jetzt können wir die hier zum Verstauen einfach wieder runterfahren. Ey, das ist cool, das nehmen wir safe mit zum Campen. Wir machen direkt weiter mit dem nächsten Produkt. Dieses Ding macht dir Wasserstoff Wasser. Mehr sage ich dazu nicht. Wasserstoff Wasser? Das ist wahrscheinlich irgendwie so ein healthy TikTok-Trend oder irgendwie sowas. Und dann haben sich wahrscheinlich irgendwelche Amazon-Dropshipping-Unternehmen gedacht, jo, die kaufen aber Alibaba für 1 Euro und verkaufen das auf Amazon für wie teuer war das? Lass mich raten, 25? 30 Euro. 30, nah dran. Wir haben hier unten auf jeden Fall einen Anknopf. Genau, und jetzt musst du das, ich glaube, 3 Minuten stehen lassen, weil der reichert jetzt das Wasser mit Wasserstoff an, angeblich. Und das ist gesünder. Das ist Bullshit. Das ist so ein typisches Produkt, wo die Amerikaner dann sagen, oh, wie geil, das ist so fancy, voll nice, das wollen wir haben, das brauchen wir. Hydrogen infused water. Es sieht schon cool aus. Ich glaube nicht, dass das Vorteile hat. Es soll angeblich gesünder sein. Ja, aber das ist genauso wie mit diesem pH-Wasser und bla bla bla. Ja, genau. Also das wird jetzt nicht. Kannst du noch ein Stück näher? Guck dich das mal an. Es sieht schon echt extrem cool aus. Aber mach mal nicht auf, weil das stinkt auch ohne Ende. Das stinkt. Ja, das hat ganz schlechte Bewertungen, weil das Ding so nach Plastik riecht. Ja, ich würde sagen, das lassen wir dann jetzt erstmal noch 2,5 Minuten hier stehen. Wir machen weiter mit dem nächsten viralen Amazon-Gadget. Alex steht hier nämlich schon mit einem Ding, wo wieder eine Menge Anleitungen auf der Rückseite sind. Habe ich aus dem Eisfach gerade rausgeholt. Was ist das? Eine Augenmaske? Ice Head Wrap. Oh mein Gott, das kann ich mir aber wirklich vorstellen, dass das cool ist. Weil es gibt ja auch diesen ganzen Kältehype. Ich sehe das bei allen Leuten in irgendwie Insta-Stories, dass sie in irgendwelchen Seen oder in irgendwelchen Matten sind oder in irgendwelchen Badewannen oder so. Dass Kälte so krass sein soll. Ich hatte das damals schon bei so einem YouTuber gesehen, der jeden Tag. Boah, das ist kalt. Ja, das war im Eisfach. Dieser YouTuber hat jeden Tag ein Video hochgeladen aus dem Eisbad und hat dann über verschiedene Sachen gesprochen. Und das setze ich mir jetzt einfach auf den Schädel. Oh, wow. Wow. Ich habe gerade sogar Kopfschmerzen. Alter, das tut richtig gut. Das tut richtig gut. Wow, ist das toll. Ich habe gerade tatsächlich Kopfschmerzen, weil ich bin am Fasten und ich habe den ganzen Tag noch nichts getrunken und auch schlecht geschlafen. Und ich habe gerade wirklich das Gefühl, dass die Kopfschmerzen weniger werden. Der Mann hat einfach nur Probleme. Nur Probleme, ey. Aber das ist jetzt wirklich irgendwie hilfreich, oder wie? Ja, ohne Spaß. Also ich hatte die ganze Zeit so Druck auf den Schädel und den habe ich jetzt gerade nicht mehr. Ich jetzt mach's auch ernst. Noch? Ja, weiß ich jetzt nicht, ne? Also ich finde es schon krass mit diesem Kälteding und so.
Weiß ich nicht. Du kannst es auch hot machen. Guck mal, Hot Therapy. Ach, man kann das wahrscheinlich wirklich dann in eine Mikrowelle packen oder sowas oder einen Ofen. Einen Backofen, ja, back das mal. Oder eine Pfanne anbraten. Das könnte wirklich was bringen, weil so Kälte und so Kühlungseffekt, ey, das fühlt sich schon echt ganz geil an. Kühlungseffekt. Kühlungseffekt. Hm? Von der Kältetherapie gegen Kopfschmerzen rüber zum Hydrogen Infused Water für besseres Leben. Oh, riech mal. Wirklich so schlimm? Es riecht nach Pisse im Schwimmbad. Dicker, es riecht so eklig. Nein, es riecht nach Chlorwasser. Nach Chlor. Ja, aber das ist ja eigentlich nur die Pisse, die so riecht, oder? Das riecht ganz weird. Es riecht nach Schwimmbad. Aber es riecht auch so warm. Ist das aber warm? Es schmeckt halt echt nicht lecker. Der Geruch, der erinnert mich halt an so Schwimmbäder. Und das verbinde ich eigentlich mit was Positivem. Trinkst du gerne so Schwimmbadwasser? Ich liebe aber auch den Geruch beispielsweise von Benzin. Das ist, also auch, das ist auch nicht gesund, aber es vermittelt mir einfach nur so, oh, mit dem Auto, das heißt, man fährt jetzt irgendwo hin, so aus der Kindheit. Aber das hier... Naja, nee, brauchen wir nicht. Nee. Ich glaube auch nicht, dass diese ganzen Sachen, die mittlerweile rauskommen, so viele Gesundheitsvorteile haben, dass man wirklich was merkt in seinem Leben. Also klar, ich nehme ja auch so Supplements, Vitamin B12, Zink, Magnesium, den ganzen Krams, aber... Sieht man ja, bringt nichts, ne? Sieht man, er bringt überhaupt nichts. Dann machen wir direkt weiter. Weil Laser so Laser ist, kriegt er eine Laserbrille. Ach, die kenne ich. Die kann man mit seinem Handy verbinden, ne? Ja. Also, ich habe jetzt hier diese Brille. Sie ist noch nicht eingeschaltet. Wenn ich sie so aufhabe, ah doch, guck mal, man kann schon was sehen. Aber es ist halt so ein ganz kleiner Bereich, durch den man nur was sieht. Wenn ich die jetzt mal einschalte, passiert was? Nee, noch nicht. Du musst den Anknopf, glaube ich, drücken, oder? Ich drücke ihn, Alex. Ach so. Vielleicht gedrückt halten. Oh! Okay, ich bin jetzt in der App drin und man kann angeblich auch die Brille heller machen. Klappt das ja, ne? So ist dunkler, so ist heller. Ich kann hier auch Sachen eingeben. Hey, wie langsam ist das denn bitte? Bei mir läuft das komplett durch in der App. Das geht bei mir richtig schnell. Mach mal. Wie schnell läuft es bei euch gerade durch? Ganz schnell. Lese schnell. Okay, warte, ich schreibe noch mal was. Ein Huhn? Ich dachte, sie denkt, dass da steht, aber da steht Huhn. Alter, ist das schnell für euch? Wow. So, wir tauschen einmal Produkte. Ich glaube, das wirst du richtig geil finden. Oder Mo vielleicht. Eine Tick-Time? Was ist denn das? Nicht TikTok, sondern Tick-Time. Und mit Mo meinst du jetzt meinen Trainer, oder wie? Richtig. Das ist ein... Hä, was ist das? 3, 5, 10, 30? Ja, was könnte das 25, wohl sein? 25, 15? Tick-Timer. Okay, ich habe das Ding jetzt mal angeschaltet. Wir haben hier auf der Rückseite eine kleine... Dings, er läuft jetzt runter von 3 Minuten. Ach, er realisiert, auf welcher Zeit er ist. So ist er jetzt bei 3 Minuten. So ist er bei 15. So bei 25. Und was bringt das jetzt? Nee, aber wenn du Sport machst, dann kannst du das einfach so hinlegen. Wenn du sagst, ich will 30 Minuten planken, dann legst du es einfach so hin. Ich plank immer 30 Minuten. Ich mach das Ding jetzt mal auf 3 Minuten. Und dann schauen wir mal, was passiert, wenn die 3 Minuten vorbei sind. Nächstes Produkt, das kennst du ja schon, ich weiß, du liebst es. 3D-Malstift. Oh, ein 3D-Stift! Der 3Dottler! Das ist aber neue Version davon. Ich habe vor 7 Jahren mal einen 3D-Stift getestet mit Max. Und versuche ihm jetzt noch so einen Mund hier dran zu malen. Alter, ist hier echt mehr das Brot, jetzt erkenne ich es auch. Und ich glaube, dass das hier so ein bisschen eine bessere oder neuere Version davon ist. Weil wir haben damals einfach nur den gekauft, der uns irgendwie als erstes entgegenkam. Digga, der sieht schon so viel nicer aus, als der, den wir hatten. Ich nehme jetzt mal einfach den roten Stab und steck den hier von hinten rein. Problem ist nur, dass vorne noch nicht so wirklich was rauskommt. Oh, doch! Ich male! Ich male! Wie gut aus. Einfach lieber. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr denkt, was das ist. Dann könnt ihr es gewinnen. Dann schicken wir euch das zu. Okay, wir kommen jetzt zu was wirklich Viralem. Das ist wirklich virales Ding. Und zwar, dieses Kleid soll angeblich jeder Person perfekt passen. Und kostet nur 18 Euro, hat irgendwie 10, 20 Millionen Aufrufe bei TikTok. Viel Spaß beim Anziehen. Ich will das auch sehen.
Hä, du hast das falsch rum an. Der Rücken ist aus. Und wo sollen meine Arme hin? Hier sind keine Löcher. Hier kommen die Arme rein. Ah, okay, warte, ich geh mal runter. Ich hab mich schon gefragt, wo meine Arme... Ich hab gefragt, wo meine Arme hin sollen. Sag, sag mal den Rücken. Meine Damen und Herren, an der Stelle würden wir das heutige Video jetzt noch beenden, wenn euch virale Amazon-Gadget gefallen hat. Mir definitiv nicht. Aber findest du das gut? Nein, hast du mein Leben.